wo uns gleich bei hier so ein riesiges Monster gegenübersteht. Shit. Kleiderordnung. In dieser Gegend könnte das fast alles bedeuten. Alter. Okay, ich spreche die mal an. Rausschmeißern, oder was? Ist das ein Vibe? Hallo? Einer von diesen starken, schweigsamen Typen. Wie? Ja, ich bewundere einen Kerl, der... Also bestimmt nicht Sie, Madame! Also, tja, was macht ein so nettes Mädchen wie Sie in so einer schmutzigen Gegend? Mach die Essluke zu, Winzling. Schmier mir hier kein Honig ums Kinn. Um welches? Tja, natürlich um... Hey, was will dein Freund damit andeuten? Nichts, gar nichts. Oh. Überhaupt Hamburger, nicht. Wir haben uns nur gefragt, was hier bei draußen so macht. Auf der Meile, wo St. Pauli sind wir jetzt. Kann. Ich stehe hier, damit sich keine billigen Mistkäfer ohne korrekte Kleidung in Zivilisationen schleichen. Prima. Naja, da das ja offensichtlich nicht auf uns zutrifft, haben sie ja wohl nichts dagegen. Mahlzeit. Wenn wir einfach mal reingehen. Was hab ich denn gerade gesagt? Ich glaube, das war eher eine Emission von Körpergasen und weniger eine echte Äußerung. Klugscheißer, wie? Egal. Pieselige Sprüche bringen euch hier auch nicht weiter. Ich hab gesagt, niemand betritt Sidis ohne die korrekte Kleidung. Und jetzt verzieht euch! Was ist die korrekte Kleidung, bitte? Bitte, Frau Türsteherin. Mein Freund und ich wären Ihnen ja so dankbar, wenn Sie uns in den Club ließen. Ihr Mädels müsst irgendwo falsch abgebogen sein. Das hier ist nicht Blödiheim und ich bin nicht eure Mami. Wenn ihr hier nicht in angemessener Kleidung erscheint, dann kommt ihr nirgendwo hin. Mal, mit dieser Halbintelligenzlerin zu reden, bringt uns nichts. Du hast recht, Flux. Sie versteht uns einfach nicht. Es ist so, als ob wir unterschiedliche Sprachen sprechen. Warte mal. Das ist es. Flux, denkst du, was ich gerade denke? Das bezweifle ich ernsthaft. Es sei denn, du denkst gerade daran, wie viel Spaß es macht, dich selbst auf den Hintern zu schlagen und dabei Boah, ey, Gabi zu jodeln. Ich denke, wir sollten mal einen anderen Weg versuchen. Wir müssen anfangen, in ihrer Sprache mit ihr zu reden. In ihrer Sprache? Oh, nein, 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 nein. Denk nicht mal dran. Also von jetzt an, Kleine, kneifst du die Augen halb zu, lässt den harten Kerl raushängen und betonst jeden Satz mit klar, klar. Das ist der lächerlichste Plan, von dem ich je gehört habe. Das sind so ein, Hallo, Morgenstern. So ein Tod reingekommen. Da ist er. Was wollt ihr, billigen Muss ich jetzt tot verkleidet sein? Schieb dich mal ein Stück rüber, Puppe. Wir wollen in den Club, klar? Tja, das ist aber auch zu schade. Auf dem Schild steht nämlich was von einer Kleiderordnung. Welche denn? Irgendwas mit euren Glubschern nicht in Ordnung, oder was? Wir tragen sie zumindest nicht in den Achselhöhlen, wenn du das meinst. Bettelt ruhig weiter, Umhaue. Ich hab einen ganzen Vorrat davon. Reichlich. Nun mal keine Aufregung hier, Lady. Gib uns mal einen Tipp, was korrekte Kleidung hier so bedeutet und wir werden sehen, was sich machen lässt. Was brauchen wir? Ein Schlips? Einen Fes? Ein Frack? Ein Gorilla-Kostüm. Okay, das genügt. Ich hab's ja lieb und freundlich versucht. Du machst uns keine Angst. Überhaupt nicht. Kein Stück. Genau. Was ist? Sollen wir alle mal kurz vor die Tür gehen oder was? Wir sind vor der Tür. Also, das war wirklich unangenehm. Ich hab nie auf. Hallo, kleine Dame. Ist auf Ihrer Tanzkarte noch was frei? Vorsicht, Hänfling. Oder möchtest du einen Schluck von deinem eigenen Blut? Hören Sie mal her, junge Dame. Mein Partner und ich wollen Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Ich hab kein... Mühen Sie sich nicht mit Gerede ab. Überlassen Sie das Reden mir. Wenn Sie uns in den Club lassen, erzählen wir Ihrem Boss, was für ein nettes Mädel Sie sind, klar? Tut mir leid, Mädels. Aber Vorschrift ist Vorschrift. Hey, jetzt kommen Sie mir doch nicht so simpel, Schwester. Ich sag's Ihnen, diese kleine Vorführung lässt Sie bei Ihrem Boss ganz dicke dastehen, klar?
Vergiss es. Hm. Wenn ich euch beide da ohne korrekte Kleidung reinlasse, schlägt mir der Boss alle Zähne aus. Und dann tritt er mich auch noch in den Bauch, weil ich nuschel. Netter Kerl, ihr Boss. Was? Psst, mal. Sag mir doch noch mal schnell, warum wir eigentlich so wild darauf sind, da reinzukommen. Ich hab's vergessen. Sagen Sie mal, stehen Sie sich eigentlich gut mit Widerlös? Mit dem Grafen? Mit dem Grafen? Das ist nicht mein Typ. Was ist denn Ihr Typ? Halt, sagen Sie nichts. 3 Meter groß, völlig behaart und einen Bauchumfang von hier bis nächsten Dienstag. Dein Freund ist ein echtes Schätzchen. Aber jemand sollte ihm beibringen, dass man für solche Sprüche schnell mal lockere Zahnstümpfe kassiert. Immer mit der Ruhe, Schwester. Alles, was wir wollen, ist ein wenig Klatsch und Tratsch über den Grafen. Was wollt ihr Vögel denn genau wissen? Was ist los mit ihm? Was treibt er so? Was plant er? Was treibt er so? Das sind aber ganz schön viele Fragen. Ist schon okay, wir haben auch ganz schön viel Zeit. Tja, ich aber nicht. Na gut, dann haben wir eben auch keine. So. Dann verzieht euch aus meinem Blickfeld. Aber gerne. Tschüss, Schwester. Flachs, von jetzt an überlass mir das Fragen, okay? Also, wir kommen nicht weiter. Schau mir in die Augen, Kleines. Geh mir aus den Augen, Matzkopf. Da kommen wir also noch nicht weiter. Ich wüsste auch nicht, was ich jetzt hier nehmen könnte. Nee. Da brauche ich auch ein Kostüm. So. Kommen wir hier jetzt rein. Ja. Was ist denn das jetzt hier? Ich weiß nicht genau, ob diese Roboter das Werk eines Genies sind oder eines Wahnsinnigen. Meines Wissens treten diese beiden Eigenschaften immer zusammen auf. So, denn ja, Bedienungsrufknopf. Kann ich euch helfen? Mama? Den primitiven Verstand kann man nur auf eine einzige Art erziehen. Au! Weitere Fragen? Okay, sehr schön. Fühlt die Kraft. Finger weg da. Wo können wir denn reden? Und da brauchen wir bestimmt den Pimpel irgendwie. Roboter, du unterschätzt mich, du verseuchter Biosack. Ich bin eine digitale, ultra-mega-mobile Intelligenz. Kurz vorm Dummi, stimmt's? Sehr amüsant. Macht nur eure billigen Akronym-Scherzchen, solange ihr noch könnt, ihr Schleimbrocken. Die machen sich aber nirgendwo Freunde hier. Kybernetische Geschöpfe, so wie ich, die Welt beherrschen. Und wenn dieser Tag kommt, wird das Leben kein Lecken an Zucker mehr sein für euch und euresgleichen. Ihr werdet alle ausradiert, exterminiert, vernichtet, ausgerottet und natürlich terminiert. Mit allen möglichen Vorurteilen. Widerstand wird zwecklos sein. Ein Roboter, der um jeden Preis die Weltherrschaft übernehmen will. Endlich mal was Neues. Ja, dieser Typ ist ein wandelndes Klischee. Außer, dass er nicht wandelt, sondern rollt. So, lass mal quatschen mit dich. Mein aggressiver Freund. Was ist denn mit diesen Schrotthaufen hier? Streiken bei euch die Müllmänner? Idiot. Diese Schrotthaufen sind die fortschrittlichsten Roboter der Welt. Ich habe jeden einzelnen persönlich entworfen. Nichts für ungut, aber das hier ist ganz offensichtlich das Werk eines sehr kranken Verstandes. Kranker Verstand? Du beleidigst mich. Dies hier ist kein einfacher Verstand. Ich bin mit einem 100% synthetischen, fehlerfreien Kopositronen-Gehirn ausgerüstet. Ein Hirn, das den grauen Gewebeklümpchen unendlich überlegen ist. Die in euren Affenschädeln zittern und schwitzen. Aber das ist noch nicht alles. Parallel dazu wird mein Gehirn unterstützt von einem einzigartigen, hochmodernen, doppelturbo-belüfteten, selbstreinigenden, wassergekühlten Mikro-Makro-Prozessor. Das ist aber ein mörderischer Chip, den du da auf deinen Schultern trägst. Korrekt. Komm, frag mich was. Irgendwas. Ich kann jede Frage beantworten. Du sagst, du kannst alles beantworten. Stimmt.
Alles. Dann habe ich eine Frage. Was wäre, wenn dir jemand eine Frage stellte, die du nicht beantworten kannst? Kann nicht passieren. Punkt. Aber angenommen doch. Ich habe dir doch gesagt, das kann nicht vorkommen. Du kannst also meine Frage nicht beantworten. Okay, wenn es passieren würde, was unmöglich ist, würde ich wohl erst einmal, naja, wahrscheinlich tierische Schmerzen verspüren, wenn meine Schaltkreise anfangen durchzubrennen. Dann würde ich anfangen, unkontrollierbar zu zittern. Ich verlöre die Kontrolle selbst über die einfachsten Funkfunktionen. Und schließlich würde mein Kopf in die Luft geschleudert wie eine Rakete. Dann wäre ich nur noch ein nutzloser Haufen Altmetall mit weniger Intelligenz als eine gewöhnliche Küchenmaschine. Habe ich bereits erwähnt, dass das niemals passieren kann. Meinst du? Gut für dich. Das mit den durchbrennenden Schaltkreisen klang sehr schmerzhaft. Genauer gesagt hat mir bereits der Gedanke daran beträchtliches Unwohlsein bereitet. Gestattet mir, es euch mit gleicher metallener Währungseinheit zurückzuzahlen. Au! Ah, jetzt ist es schon besser. Das kriegst du irgendwann zurück. Wer kauft denn eigentlich deine, Kreationen? Die Elite des Übellandes, natürlich. Graf Widerlos selbst ist mein bester Kunde. Ich wette, ihm kann man es nur schwer recht machen. Es gibt kein kaltherzigeres, berechnenderes, manipulativeres Geschöpf in ganz Übelland. Wir kommen sehr gut miteinander aus, fast wie zwei männliche Geschwister. Es ist fast schade, dass er auch sterben wird, wenn die Maschinen die Macht übernehmen. Ach gar. Eines glorreichen Tages werde ich eine Armee von Todesautomaten befehligen, deren vorrangiges Ziel die Vernichtung aller minderen Geschöpfe auf der Erde ist. Mit anderen Worten, den Tod von allem, was keine Maschine ist. Dank unserer überlegenen Gehirne, unserer kraftvollen Körper und schwerster Todesstrahler werden du und deine ganze Rasse tot sein, wie ein kleiner, pelziger Käsenager. Das glaubst du vielleicht, Schraubenhirn. Aber da gibt es noch diese andere Redensart. Sorge dich nicht um Hühnerfrüchte, die noch nicht im Mutterleib entsprungen sind. Nochmal. Und was für ein Meisterwerk der Robotik hast du für seine königliche Unerfreulichkeit zusammengezimmert? Einen positronischen Nasenhaartrimmer? Einen digitalen Schaumbadspender? Einen bionischen Fußmasseur? Selbstverständlich nicht. All meine Geschöpfe haben eines gemeinsam. Das hier. Au! Einen elektrifizierten Finger? Das schränkt aber das Design enorm ein, oder? Nein, du Idiot. Die Fähigkeit, unerträgliche Schmerzen zuzufügen. Oder es zumindest ziemlich ungemütlich zu machen. Ich habe zum Beispiel gerade eine äußerst wichtige Erfindung fertiggestellt. Eine undurchdringliche Zellentür für das übeländische Gefängnis. Denkt an meine Worte, niemand wird jemals wie wieder aus dem Gefängnis des Grafen entkommen. Wir können einiges fahren oder Lautenschiff 4. Das kann aber ihn dauern. Tut mir leid. Okay, ich muss einfach fragen. Was ist das alles für ein Zeug hier? Wie dieser Haufen Bauteile auf der Theke beispielsweise. Ist das vielleicht dein Abendessen? Das sind meine Meisterwerke in Arbeit. Die neuesten Produkte aus meiner Serie von Heimsicherheitsrobotern. Der Prototyp war der Staubwedel. Ein Staubwedel. Wedel, der darauf programmiert war, jedem, der ihn unbefugt benutzte, den Arm auszukugeln. Sowas könnte ich wirklich gut gebrauchen. Passiert dauernd bei mir zu Hause. Irgend so ein Penner bricht ein und fängt an, sauber zu machen. Dann habe ich das ultrasichere Schrapp-Dill-Gewürzgurkenglas erfunden. Wenn man die falsche Kombination eingibt, explodiert der Deckel. Dabei zerfetzen rasiermesserscharfe Querschläger das Fleisch des Übeltäters. Noch so ein sicherer Gewinner. Und jetzt das Röstman-Sicherheitstoast-System. Die ultimative Waffe gegen illegale Brotbräunungsversuche. Sollte eine nicht autorisierte per Person versuchen, Teigwaren in diesen Toaster zu stecken. Bumm, Kappa-Zong. Und sie ist Toast.
Tagwarn. Man sollte doch meinen, ein so brillanter Kerl könnte sich einen besseren Witz leisten. Du findest also, der Witz war schlecht? Hast du das Gelächter gehört? Das Brot vielleicht darin machen, ne? Okay, du behauptest doch, du könntest jede Frage beantworten, stimmt's? Na gut, dann habe ich eine für dich. Was du nicht sagst. Wenn im Wald ein Baum umfällt und es ist niemand da, der das hört, macht er dann trotzdem Lärm? Mann, das ist aber ein kniffliger Hammer. Was für eine lächerliche Frage. Natürlich würden die gleichen Klangwellen erzeugt. Egal, ob nun ein wabbeliges, halbintelligentes Lebewesen in Rufweite wäre oder nicht. War das ein Ja? So, was haben wir hier noch? Arbeitest du auch schon mal in der Festung vom Obermotz? Du weißt schon, die Wäsche machen oder die Fenster. Keine Fenster. Aber ich habe ein paar hervorragende Sicherheitstüren gebaut. Eine für Widerlos selbst und eine für seine übersinnliche Beraterin, Miss Gunst. Sicherheitstüren? Die Katze Wo liegt denn da die Herausforderung für eine digitale, ultra-mega-mobile Intelligenz wie dich? Ich meine, was soll's? Ich nehme ein paar Quadratmeter Stahl, haue ein paar Schlösser drauf und ratze die Katze, fertig ist die Sicherheitstür. Ha, meine Türen bieten weit mehr als nur einen simplen Schloss- und Schlüsselmechanismus. Der Zugang zu den Räumen von Miss Gunst wird von einem ausgeklügelten Sprachanalysesystem gesteuert. Und die Tür von Widerlos öffnet sich erst, wenn seine Hand oder die Pfote von Miss Gunst in den ID-Abtaster eingeführt werden. Ihre Hände sind ihre Schlüssel. Unmöglich zu verlieren. Und mit Sicherheit nicht übertragbar. Alles in allem bieten meine Sicherheitstüren die Tonne übersteigt, ey. Katze, die Katze fürs Geld. Okay, kannst du mir noch was über die zwei Typen hier sagen? Was weißt du über Widerlos Schlägertruppe? Was ich über sie weiß? Alles, natürlich. Ich war es doch, der für Widerlos all ihre verschiedenen körperlichen Gebrechen geheilt hat. Gebrechen? Der erste konnte nicht sehen. Der zweite konnte nicht sprechen. Und der dritte machte dauernd quietsch, quietsch, quietsch. Der dritte war taub. Ich wurde gerufen, um bionische Sinnesorgane für die jeweiligen organischen Mängel zu erschaffen. Dank meiner Kunst sind sie heute eine extrem schlagfertige Schlägertruppe. Natürlich sind die bionischen Bauteile, die ich erschaffen habe, ihren eigenen schlappen Körperteilen in jeder Beziehung überlegen. Eine Verschwendung von Technologie, aber egal. Wenn die Revolution kommt, werden meine Stahlkrieger diese Geräte bergen und den Rest abfackeln. Die Revolution. Ich sehe sie schon bildlich vor mir. Ein ödes Wüstenland mit fleischlosen Schädeln übersät. Ein Stahlfuß zermalmt triumphierend die... ist ja gut, wir verstehen das schon. Oder war dein heimlicher Plan B, uns alle zu Tode zu langweilen? Ist auch gut, ey. Wir müssen 10 Minuten in die Quatsch, weißt du doch bestimmt schon im Voraus, was ich sagen will. Das weiß ich allerdings. Oh, glorreicher Mann aus Metall, ich bebete dich an. Und alles, was deine mächtigen Stahlfinger berührt haben. Falsch. Und tschüss wäre richtig gewesen. So, warte mal, ihr habt doch ja. Da kann man nichts machen. Ich dachte. Kann man mit denen irgendwas hier um den Gegenstand? Popcorn, Glocken. Roboter essen nicht. Das könnte ich jetzt mit den. Ah, Moment. Das wird nicht funktionieren. Okay, Roboter. Ich habe einen Magneten. Zwing mich nicht, ihn zu benutzen. Benutz ihn ruhig, wenn du willst. Meine Hülle schirmt mein Innenleben vor starken Magnetfeldern zuverlässig ab. Aber dein Magnet wird auf jeden Fall garantiert eines bewirken. Und das wäre? Meine Faust wird plötzlich und heftig von deinem Unterkiefer angezogen. Was haben wir denn noch? Spieß wird man nicht springen. Dinger.
Ihre Sieg wird bald mein sein. Die Glocken bringen wir uns. Ich glaube, hier können wir noch nicht viel machen. Gummihandschuhe? Ich glaube nicht, dass mir das gefällt oder hilft. Ne, ich glaube, hier können wir noch nicht viel machen. Muss man erstmal wieder rausgehen. Gehen wir mal in die nächste. Ist auch nur so ein Schlapper. Ein perfekt rundes Loch. Kann man sich da irgendwie beamen oder so? Weil das war in einer Stadt hoch. Als ob das wie so eine Verbindung ist.